Aber ich hätte verstehen, dass diese Person dann im ersten Spiel viel besser als die Göttinger. Das ist ja krass, ey. Also wirklich. Ja. Was ist hier? Tim Plan. Jetzt nur mit der Decke um. Boah, ey, das ist so alles rot bei Kuddel. Da kommt auch noch rein. Nimm doch das Bein an, Junge! Nein! Ey, schade. Die war gut, jetzt kannst du raus. Super passen wir jetzt. Ja. Ah. Kannst du aus? Nee. Take the ball and run. Bisschen mehr nach vorne muss er den Rücken machen. Aber danke, geschenkt. Jetzt geht was, jetzt werden wir schnell. Jawohl. Gute Flanke. Ja! Mit links hat er den geflankt, Noah. Geiles Ding. Also das war schon krass von Noah, mit dem zweiten Fuß, den so perfekt zu flanken. Safo mit dem Kopf. Das ist schon das zweite, gegen Prämter hat er auch per Kopf getroffen. Linus, gegen Prämter hat er auch per Kopf getroffen. Also, er war da. Da ist es. Kreuz Safo eigentlich? Machen wir auch für alles alleine. Keiner Zeit? Macht dann wieder nicht. Wieder nicht Craig. Du könntest ja halt auch schon 3-0 führen, das wäre alles entspannt. So ist es halt gemacht. Jetzt, aber jetzt die Spielen. Komm. Ja. Ja, super. Guck mal, der spielt halt quer, das ist der Unterschied. Ja, genau. Der macht doch den Kopf hoch. Ja! Wir haben halt einmal quer gespielt. Ja, Noah, hey, hello. Noah und Safo waren heute. Wir spielen. Vor allem ohne Scheiß. Links. Ah, schade. Falsche Entscheidung von Safo. Boah, verliert. Der Zweier verliert uns. Der schlechteste Spieler auf dem Platz verliert uns. Da ist es. Ja, der Zweier, dass der Zweier uns verliert. Also, es tut mir leid. Oder? Am Limit. Die zweite hatte ein gutes Ding. Nee. Das ist funktioniert. Ding das Ding. Ja, jetzt wirklich Mitte besetzt einmal. Gibt's doch nicht, ey. Das hat gleich Let's go, war 10 Vorbereitungen in 2 Wochen. Ja. Ja. Oh, okay, ja. Oh. Ja, aber schick. Hier, damit er mehr Zeit hat. Ja. Ja. Ja, vielleicht doch mal André, ja. Mach ihn, Safra. Alleine, bitte. Ecke. Zu spät. Ja! Ja, Mann! Ja! Lang lass bringen! Das war einfach blau. Ich bin dahin gejackt von Maus. Nichts weggecheckt. Links, ja! Endlich mal. Ja? Tschüss. Lieber halb hoch schlägt. Da ist es. Da ist es. Das ist in Ordnung. Hallo. Geil, Standards verteidigen wesen das. Ja, noch ein. Ja. Gut, ja. Unfassbar, wieder den eingeschleift. Unfassbar. Ja, aber es fängt halt immer eine gute Aktion. Ist ja low, oder? Quer, ja. Oi. Das Ding hierher geschenkt haben heute. Dann bist du weg jetzt. Ja, Fali, sendest du, dass die krass gewesen wäre. Das ist einfach halt vom selbst zu schreiben. Ahmed, ganz bittere 3-4 Niederlage heute. 3-1 geführt bis zur 71. Minute. Schwierige letzte 20 Minuten. Wie kannst du dir das erklären? Was sagst du im Spiel?
Also wir sind eigentlich ganz gut reingekommen, hatten auch schon in der ersten Halbzeit die ersten 10 Minuten, glaube ich, 200-300%ige, die müssen wir reinmachen. Ja, machen die nicht rein, gehen dann 2-0 in Führung und denken auch, schalten dann ab, kassieren das 2-1 noch vor der Halbzeit, gehen mit 2-1 in die Kabine. Nochmal mit den Jungs gesprochen, ja, dass das Spiel noch nicht vorbei ist, dass wir noch eine Halbzeit haben, dass wir noch ein bisschen Gas geben müssen. Kommen raus, machen das 3-1, haben auch das 4-1 auf dem Fuß, machen den nicht rein und dann halt viele kleine Fehler gemacht, den Extraweg nicht gegangen und so haben wir FSC Eschborn stark gemacht. Ja, die machen das 3-2, das 3-3 unnötig aus dem Spiel. Dann haben wir das 4-3 auf dem Fuß, sind mit drei Mann da vorne und machen das einfach nicht rein. Dann kassieren wir einen Sonntagsschuss zu 4-3. Also Eschborn wollte das mehr, wir heute weniger und das ist der Punkt. Also wir wollten es heute weniger. Ja, trotzdem haben wir ja 15 Punkte aus 8 Spielen. Ist ja auch eine ordentliche Bilanz, trotzdem 5 Siege, 3 Niederlagen. Jetzt Köpfe hoch, Donnerstag ist Derby, Pokal gegen BSC. Wie gehst du das an? Was ist im Personal da? Wie schätzt du BSC ein? Ja klar, wird BSC im Pokal, im Derby-Spiel Tempo machen wollen. Wir haben ja das Punktspiel gegen die gewonnen. Ja, die haben Heimrecht. Wir werden jetzt am Mittwoch unser Abschlusstraining auf Donnerstag machen. Wir müssen ein ganz schnelles Spiel hier abhaken und vor allem genau die Fehler müssen wir jetzt auch am Mittwoch ansprechen. Die Extrameile müssen wir am Donnerstag definitiv gehen, sonst wird es schwierig. Alle Spiele sind schwierig, also da müssen wir auf jeden Fall noch einen draufsetzen und das ist halt der Punkt, nochmal einen draufsetzen. Ja, schade für die erste Einlage heute, trotz eigentlich ordentlicher Leistung. Danke, Ahmed, ja, und Kopf hoch. Ne? Dankeschön, danke. Ciao.